Ein weiteres Mal zog der Abend der Kölner Sportwissenschaft die Zuschauer in seinen Bann, sodass am frühen Abend rund 400 Gäste den Weg zur Deutschen Sporthochschule Köln fanden, um an der kostenlosen Veranstaltung teilzunehmen. Mittlerweile handelt es sich schon um den 7. Abend der Kölner Sportwissenschaft, der aber dieses Mal eine weitere Besonderheit mit sich brachte. Denn es wurde zugleich das 30. Jubiläum des Instituts für Kommunikations- und Medienforschung der Deutschen Sporthochschule Köln gefeiert. Und somit hieß das Thema des Abends Hauptsache Nebensache. Wie viel Sport steckt noch im Sportjournalismus? Nach der Begrüßung durch Wolf-Dieter Forschmann folgten noch Grußworte von Michael Mayer, dem Vorsitzenden der Gesellschaft Freunde und Förderer der Sporthochschule Köln, und vom ehemaligen WDR-Intendant Fritz Pleitgen, der mit seiner Rede lobende Worte fand und für den ein oder anderen Lacher sorgte. Hierzu muss ich sagen, zu wissen, worüber man berichtet, wäre generell nicht schlecht für den Journalismus. Ein Studium wie hier an der Deutschen Sporthochschule gibt es sonst nicht. Das macht Köln zu einer Gütemarke, sicher vom Vorteil im Wettbewerb mit anderen Hochschulen und Universitäten. Und ich muss gestehen, eine solche Ausbildung hätte ich auch gerne erhalten. Danach folgte der Impulsvortrag von Professor Dr. Thomas Schierl, Leiter des Instituts für Kommunikations- und Medienforschung, der mit seiner Vorlesung eine Steilvorlage zur Diskussionsrunde gab. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich fand es sehr informativ und was ich auch ganz nett fand, dass eben auch kontrovers diskutiert wurde. Wobei ich mich gewundert habe, dass nicht kontroverser noch diskutiert wurde, weil der Vortrag ein bisschen so gedacht war, dass er relativ steil formuliert war und eigentlich ich gehofft hatte, dass noch mehr böse Kritik kommt. Insofern war es eigentlich unerwartet wenig konfliktreich, das Gespräch, aber fand es also ganz prima und eben auch sehr informativ. Die Kunst ist, das eine mit dem anderen optimal zu verbinden. Also das heißt, dass ich einen guten Unterhaltungsjournalismus mache, der aber durchaus auch Kritik und vielleicht sogar was Investigatives haben darf. Nur er darf dabei die Unterhaltung nicht zerstören. Und das ist eben die Kunst. Und ich glaube, dass das relativ wenige Journalisten schaffen, nur sehr, sehr gute Journalisten schaffen, das eine mit dem anderen zu verbinden. Also das heißt, dass ich kritisch informativ bin und trotzdem die Unterhaltung nicht zerstöre. Aber wenn ich das schaffe, dann ist das der absolute Spitzenjournalismus. Und wie diese Situation in Deutschland ausschaut, galt es zu klären. Und dafür sorgten vor allem die Teilnehmer der Diskussionsrunde. Die NDR-Moderatorin Valeska Homburg, der ehemalige Pressesprecher des DFBs Harald Stenger sowie Silke Rottenberg, ehemalige Torhüterin der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft und Professor Dr. Thomas Schierl. Auch der Moderator der Runde, Wolf-Dieter Poschmann, konnte als Fachmann so einiges zur Diskussionsrunde beisteuern. Du kommst doch gar nicht mehr rein. Früher sind unsere Redakteure, die sind da bei Argentinien, sind die ran, die haben die angerufen, die hatten Kontakt vorher zum Pressesprecher, dann haben die mit Abdul gesessen und dann haben die mit Maradona ein Interview gemacht, ein paar schöne Interviews gemacht. Das kriegst du doch heute gar nicht mehr. Ein Thema, worüber heiß diskutiert wurde und wo im Nachhinein zwar einige wichtige Fragen geklärt werden konnten, aber auch viele Fragen offen blieben. Also das Fazit des Abends haben wir jetzt gerade draußen nochmal diskutiert, dass diese Frage eigentlich gar nicht so richtig beantwortet wurde, weil ich glaube einfach die Thematik so breit gefächert ist, so viele, sage ich mal, Podiumsgäste da waren, die viel zu sagen hatten, viel mitteilen wollten, viele, viele andere Fragen auch da waren, was aber letztendlich, glaube ich, für das Publikum total interessant war, weil man verschiedene Sparten bedient hat und einfach mal auch mal Dinge gehört hat, vielleicht auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was man nicht jeden Tag so mitkriegt. Und genau diese Insider-Informationen kamen beim Publikum sehr gut an. Zum Ende konnten die Zuschauer dann auch noch eigene Fragen an das Podium stellen. Oder ist es einfacher oder sieht das anders aus? Anderer Sport zum Fußball? Am Schluss waren sich die Experten doch alle einig, dass die Situation im deutschen Sportjournalismus besser ist, als sie oftmals dargestellt wird. Ich glaube, im Sportjournalismus ist es genauso wie in allen anderen Bereichen des öffentlichen Lebens oder des Fernsehens. Es ist viel, hat viel auch mit Geschmackssache zu tun. Dem einen gefällt das, dem anderen gefällt das. Ich glaube, wenn man überlegt oder wenn man versucht, alle irgendwie glücklich zu machen, das wird man niemals schaffen. Also versuchen wir, eine gute Mischung zusammenzustellen aus den Dingen, die wir für berichtenswert halten und versuchen es auch auf eine nette und charmante und auch leichte und nicht knochentrockene Art rüberzubringen und hoffen, dass wir natürlich damit auch auf Interesse stoßen. Wenn ich jetzt inhaltlich das zusammenfassen sollte,
würde ich sagen, für mich war wichtig rüberzubringen, dass der Sportjournalismus und der Sportjournalist besser als der Ruf sind, weil es auch sehr schwierige Arbeitsbedingungen sind. Das will ich jetzt nicht in aller epischen Breite ausführen. Und das Zweite war, dass natürlich heute die Veränderung der medialen Welt auch dazu führt, dass man fragen muss, will der Sport eigentlich noch unabhängige kritische Journalisten? Und was hat das für Folgen zum Beispiel für die Arbeit der Pressestelle oder für das Selbstverständnis des Pressesprechers? Fühlt er sich verantwortlich, dass der Verein mit seinen Kanälen, Internet, Vereins-TV, Social-Media-Angebot gut dasteht und das reicht ihm? Oder hat er auch das Selbstverständnis, Servicemann für die Redaktionen zu sein, ob Print, Internet, Radio und Fernsehen, und ist ansprechbar und auch zuverlässig erreichbar für die Kollegen, die ihn anrufen?